Kommen. Hast du sie gesehen? Also warte mal, ich muss das mal. Ist so bequem hier mit Füßen im Mülleimer und so nach hinten gelegt. Ja, sowas. Hat du Möhren, ja, Möhrchen, ja, der Monsterhase. Aber der am Himmel hoch, ja, da die, kam er her. Zack, Richtung. Die Möhre war gar recht doll schwer. Hm. Das Auge offen. Und danach hat er keinen Hunger mehr. War der besoffen? Okay, pass auf. Oder wir? Hast du vorhin gesagt, dass du nicht gefilmt werden möchtest? Ich möchte auch nicht gefilmt werden. Kannst du mal ausmachen, bitte? Kannst du mal bitte deine Gesichtsmaske runterziehen? Das geht doch. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, ich und ich, weil Matze will ja nicht gefilmt werden. Ich mach ja doch mit. Ah, der macht doch mit, siehste. Also ich und ich klappt so nicht. Der Matze kam heute ein bisschen später, weil du warst im Waldbad unterwegs. Schwimmen? Nee, ne? Bist du traurig? Na, wir haben doch, wie heißt denn die Serie? Es heißt nicht, unser Dorf soll schöner werden, doch, sondern... Doch, doch. Es hat einen anderen Namen. Ja, wie 2020. Unser Dorf hat Zukunft. Also, Zukunft oder sowas, ja. Zukunft, da genau. Hat es heute, also es, die Gemeinde hat ja über 2 Jahre jetzt ein Konzept erarbeitet und das ist dann eingereicht worden. Und heute ist die große Begehung der Jury quasi hier im Ort. Und die hat dankenswerterweise, danke Andreas, dass ihr im Waldbad angefangen habt, deswegen kann ich jetzt hier sitzen. Ja, durfte ich heute mal ganz kurz unser Waldbad erklären, wobei, das ist eigentlich kein Problem. Ich könnte ja da den ganzen Tag erzählen drüber. Bist du traurig? Warum bin ich traurig? Ja, weil das Waldbad zu ist. Nee, da kommen wir nachher noch zu. Zu, habe ich doch gesagt, zu. Ich bin nicht traurig. Zu. Da kommen wir nachher noch zu, ja, aber zu. Zu, zu. Ja, okay. Zu dem Thema später mehr. Gruß der Woche geht an... Wir grüßen mal Mutti, aber Mutti. Das ist eine andere Mutti. Die Mutti. Die Mutti war schön auf dem Wasser, ja, gewesen. Wir haben Samstag schon angerufen, weißt du ja noch. Jörgs Mutti. Jörgs. Nachträglich nochmal auch von hier. Schöne Grüße aus Borkheide. Genau. Endlich mal was Positives. Also nee, Corona ist immer noch nicht vorbei. Aber, hast du mir Geld gegeben? Aber nein, aber die Straße Richtung Glindow ist wieder offen. Man kann jetzt ab heute wieder bis zum Industriegelände fahren und von dort halt rechts abbiegen oder so. Wie ich gelesen habe, machen sie jetzt den Kreisverkehr. Und da bis dahin, bis zum Kreisverkehr und den Kreisverkehr neu. Und es soll bis Ende Oktober fertig sein. Aber der Kreisverkehr war doch auch schon mal neu. Der war schon neu, aber naja, der Hartweg geht, der ist glaube ich noch nicht offen. Der kommt aber demnächst und der geht dann bis zur Kreuzung damit hoch. Ist schon mal nicht schlecht, muss ich mal sagen. Kann man wieder ein bisschen schneller durch und vielleicht ist auch ein bisschen weniger Verkehr, wenn die jetzt hier nicht alle durch Borkheide rammeln. Haben die ja den Radweg nur gebaut, damit wir irgendwann zum Blütenfest nach Werder fahren können. Geschoben werden. Wir kriegen dann Lastenräder, wo wir vorne drin sitzen, weil wir kommen ja nicht zurück. Gut, dann hatten wir ja schon angekündigt gehabt in der letzten Sendung, dass wir über den Zebrahof, das muss ein Wildtierhof sein mit streifenden Pferden. Auf. Nicht? Okay, Matze, erzähl. Nein, in Dresdorf, gleich um die Ecke, gibt es die Barbara Rall und die hat dort ein Konzept, was sie anbietet, auch zum Thema Klimakrise etc. und die Chancen und was es damit alles auf sich hat. Und es können sich dort 3 bis 10 Interessierte jederzeit melden, auch geeignet als Familientour oder als Betriebsausflug, Schnitzerjagd für Kindergeburtstage. Die Inhalte werden dann entsprechend für die Veranstaltung angepasst. Wozu das Ganze und was wird damit erreicht? Alle reden vom Klimaschutz, doch viele wissen gar nicht, wie sie im Alltag dazu beitragen können. So wie du machst sie aber die Heizung nicht an, das ist immer schön, da ist mir hier aber kalt manchmal. Aber egal. Genau, und dann kann man mit einem Pedelec auch durch die Gegend fahren. Mit was? Was ist ein Pedelec überhaupt? Wird dann auch erklärt, was ein Pedelec ist. Ja. Gibt es Fahrräder mit Navi? Was ist der gesündeste Durstlöscher? Also wird das ganze Programm mal so, was hilft mir zu Hause beim Strom sparen? Alles das wird erklärt. Genau, und der Teilnehmerbeitrag ist freiwillig. Die Anmeldung kann telefonisch erfolgen, kannst du dir mal hier einblenden unter der 033204-41779 oder auch die Handynummer 0151-2886-5756. Ja, setzt euch unter die Webseite zebrahof.de, könnt ihr euch einfach mal mit der Barbara Rall unterhalten und sie wird euch das dann noch qualitativ besser erklären, als wir das hier in der Kürze darbieten können. Aber wir haben es einfach mal mit reingenommen und danke nochmal für die Unterstützung. Genau, und dann kommen wir jetzt noch zu dem Thema, auch zu dem verschobenen Thema von letzter Woche. 5.9. war das. 5.9. Triathlon. Ein Triathlon. Ein Triathlon. 3 Triathlon. Ach nee, es ist ja ein Triathlon. Heißt das nicht Triell jetzt? Die haben zum Glück kein Triell gemacht, weil sonst wäre ich nicht hingegangen. Schwimmen, Radfahren, Laufen und wer dabei war und wie das aussah, das seht ihr jetzt hier. Du musst jetzt in die Kamera grinsen. Guten Morgen. Ja, wir sind hier auf dem Wasser unterwegs. Es ist Sonntag, wir haben frei. Versuchen wir jedenfalls.
Hi Matze. Drei sind krank geworden und Sven hat wegen den ganzen Sachen gestern tatsächlich, also sagt er, keine Kraft mehr nach Feuerwehr und weiß ich was. Ihr seht ja, Matze und Lutze haben extra eine Begleiterin dabei, die das Auto fährt. Aber schön, dass ihr dabei seid und wieder das eine oder andere dann vielleicht über Burkheide News TV an die Massen schickt oder ins Netz schickt. Da freuen wir uns schon drauf. So, Anni. Ja, yeah. Was für ein Glück! Ja, wie jetzt? Jetzt? So. Ja, Flugplätze! Fertig! Los! Go, 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 go! Triathlon geschafft. Ach Wahnsinn, es war eine Freude, heute diesen Wettkampf machen zu dürfen. Mit so vielen netten Sportlern, Athleten, mit so vielen netten Helfern und euch. Gerne. Dass ihr wieder mit dabei wart, ganz klasse. War nass im Wasser? Bitte? War es nass im Wasser?
Das Eigenartige war, im Wasser war es wärmer als draußen. Also wir waren froh, als wir drinnen waren und loskonnten. Wir haben uns auch draußen einen abgeklappert. Genau. Man muss ja auf dem Wasser sitzen. Ja. Nicht im Schweine. Also es war... Mal wieder geschafft. Zwei haben gefehlt. Nee, drei gefehlt. Ne? Nee, leider, wir wären definitiv 10 Starter gewesen. Also 11 Starter und 3 sind eben krank geworden. Und mit einem Infektintus darfst du sowas nicht machen. Und da sind wir natürlich auch... Wir waren ja auch krank, sind trotzdem mit jemandem. Wir hatten eigentlich geschlossen. Ja. Heute geschlossen wegen gestern. Also wir machen das nur wieder nach, nie wieder nach dem Feuerwehrfest machen wir so eine Aktion. Bloß gut, dass die Wasserschutzpolizei nicht auf dem Wasser war. Nein, also es war wirklich ein sehr erfolgreicher Vormittag für uns und es geht ja jetzt weiter mit Imbiss, Versorgung der Athleten und der Helfer. Ihr seid eingeladen. Danke. Endlich gibt's auch Essen. Tschüss von dir. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bin ich fertig von dem Triathlon? Du hast sogar schon gemacht. Doch, ich habe die Kamera gehalten. Mhm. Und gepaddelt. Nee, du hast gepaddelt. Jo, und dann kam immerhin, ja, also 8. Ja, 8 Teilnehmer. Einfach mal so. Nächstes Jahr will das nochmal machen, der Volker. Und du willst mitmachen. Und ich will nicht mitmachen. Also das, was ich machen kann, habe ich hier gezeigt. Ich kann ein Video machen davon. Mini-Fahrrad. Mini-Fahrrad. Das können wir hinten in dein Cabrio werfen und dann nehmen wir auch das Fahrrad mit. Dann haben wir wenigstens eins dabei gehabt. Das machen wir an eine Stange ran und dann fahren wir vor Robert vor, immer schön vor ihm weg. Und der herrscht dann hinterher mit der Zunge in haut uns mit der Peitsche, dann sitzt schnell. Nee, lass. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir noch Robert, zu einem. Der Robert hat gesagt, als er auf sein Fahrrad gezeigt hat, hat er uns zugebrüllt. Da unten ist ein Motor drin, hat er gesagt. Das solltest du doch nicht verraten. Ich dachte, die Leute wollten wissen, was er gebrüllt hat. Nee, das ist doch ein Pedelec, oder? Ein Elektromotor drin gehabt, ja, aber das sehen ja die anderen nicht. Gut. Waldbad, Saisonende, da kommen wir wieder. Bist du traurig, dass zu ist? Nein, ich bin erstens froh, dass wir überhaupt aufmachen konnten, dass wir auch eine Saison hatten von Mitte Juni, Juli, also auch gut 3 Monate. Was will man mehr? Und es ist vor allem unfallfrei über die Runden gegangen. Mhm. Es ist einmal mussten wir zumachen, weil kein Rettungsschwimmer da war. Das ist aber eine Situation, da weiß ich nicht, wie es nächstes Jahr wird. Also wir sind ein bisschen am Grübeln, wie wir es nächstes Jahr machen, Saison mit Öffnungszeiten etc., weil wir haben nicht mehr die vielen Rettungsschwimmer. Hier nochmal der Aufruf. Leute, lasst eure Kinder zur Rettungsschwimmer ausbilden. Wenn ihr noch etwas Langeweile habt als Erwachsene, macht doch einfach mal den Rettungsschwimmer, verdient euer Geld nebenbei bei uns gerne im Schwimmbad. Auch im nächsten Jahr wieder wollen wir aufmachen. Aber wir haben ja zugemacht und wir sind eigentlich das einzige Bad hier mit dem singenden Rettungsschwimmer. Ich konnte es mir auch nicht nehmen lassen, ihn noch mal zu unterstützen. Kommt kurz das Video. So much has changed since you've been away. I wish that heaven visited you now. When those cotton fields get rotted, you can be very much. Ende, wa? Schluss, ja. Saisonende. Ende mit euch. Wir machen jetzt zu. Tschüss. Das war die Saison 2021. Tschüss, Waldbad. Cool, wa? Da ist zu jetzt. Also jetzt ist wirklich zu. Wir haben zugemacht. Hat man gesehen. Also Burgheide News TV hat das Bad abgeschlossen. Ich weiß nicht, was der Waldbad-Vorstand dazu sagt, aber wir machen das auch. Ne? So ist es. Schließdienst. So. Dann gab es wollte ich noch irgendwas erzählen eben, weil ich gesagt habe... Was? Nee, Rettungsschwimmer. Hast du gesagt? Wir suchen Rettungsschwimmer. Hast du noch gesagt? Das muss ich immer wieder sagen. Die Eltern sollen sich ausbilden lassen. Ach nee, die Kinder. Die Kinder. Ja. Ja. Hast du gesagt? Hast du vergessen hier, nein, ich habe gesagt, hier, blende mal ein bitte. rs-planung@waldbad-burgheide.de. Das ist unsere... Ich will das merken. Ja, machen wir gleich. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Da ist die Heidi Goldmann hinten dran am anderen Ende der E-Mail. Und die erklärt euch auch, wie das mit der Rettungsschwimmerausbildung funktioniert. Und dann gab es noch Fußball.
8:1 für DSV BSV 90 Männer. Guck doch mal schnell bei Fußball rein. Da war noch mit den Kittys was hier. Die Brück. Da musst du jetzt hier. Guck mal, ich rede noch mal so lange red über doch die Männer. Mal irgendwelchen Blödsinn, ich red mal über. Die wollen jetzt gegen den zweiten oder dritten spielen hier. Jetzt haben sie gegen Samundi gespielt. Sind wieder nächstes Mal wieder auswärts gegen ja. Ich finde das jetzt leider nicht, mit den Kindern nicht. Ja, ich kann bei mir jetzt nicht gucken. Bei ist ja auch ein Ding, sofort, aber okay. Nee. Ich hab nur die E-Union. Das ist doch da. Meinst du die E-Union? Ja, zum Beispiel. Mit der Guck mal, was haben die denn? Wie haben die denn gespielt, die E-Union? Spielplan. Du musst da weiter erzählen. Nicht ja, ich soll hier weiter erzählen. Am 8.9. Ja. hat. Hä? Bockheide 1 gegen Bockheide 2. Bockheide 2 hat 5:0 gegen Bockheide 1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Guck an. Du, was ich alles im Handy habe. Gut, sag ich doch. So, ja, also, wir wollten es nur noch mal erwähnt haben, nicht, dass wir dann wieder einen Vorwurf kriegen, wir würden nicht über die berichten, wir wissen nicht immer alles was, wir gucken manchmal nach, aber nicht immer. Wir haben auch viel anderes zu tun nebenbei, manchmal. Gut, soweit sind wir jetzt schon mal fast durch, jetzt kommen wir zum Wetter. Na Matze? Das Wetter verändert natürlich auch, da es weiß, dass wir jetzt Schluss haben im Waldbad, das verändert sich. Ah, schön für das Wetter. Wird wärmer. kurz zum Guten, danach eigentlich nicht mehr. Wir haben Anfang der Woche jetzt, bis Wochenmitte wird es warm, dann mehr Tiefdruckeinfluss. Heute Abend ziehen schon die ersten Wolken, guck mal, da hinten kommen sie, die ersten Wolken rein und Wind haben wir kaum die Woche. Mittwochabend beginnt schon der Regen, aber mehr Richtung Westen. Donnerstag zieht er dann bei uns auch durch. Freitag, Samstag, ja, Mittwoch bis Freitag eigentlich immer Regen möglich. Donnerstag zieht der erste Regen auch schon wieder ab. Aber Freitag kommt, glaube ich, noch mal was nach. Ja, Temperaturen um die 20, 25 Grad. Warum zeigst du auf dein Handy? Das zappelt, das ist kaputt. Kriegst ein neues. 25, 23 Grad erreichen wir Mittwoch noch. Dann geht es Richtung Wochenende unter die 20 Grad am Tag. Der meiste Sonnenschein die Woche noch Montag, Dienstag. Und eventuell auch Samstag, Sonntag ein bisschen mehr Sonnenschein als Mitte dieser Woche. Gut. Das war's. Der Trend, Wettertrend nach hinten raus ist übrigens auch negativ. Na, das stimmt nicht. Glaube ich nicht. Wir gucken uns das nochmal an, wenn es soweit war. Ist kein Schwimmbadwetter mehr. Kommt Schnee, meinst du? Dies Jahr? Ja. Gut, das war's. Sind wir durch für heute? Wenn wir nicht ganz so lang machen wie beim letzten Mal. Wir könnten jetzt noch eine Stunde sabbeln. Kommt zwar auch nicht vernünftig bei raus, aber. Wir könnten jetzt auch filmen, wie du einen Gartenbungalow aufbaust oder so. Oder ich eine Wandmauer. Der ist ja noch nicht fertig. Okay, also bis zum nächsten Montag. Grüße hier von vor der Kamera, der Matze und hier drüben. Und ich natürlich, der Lutze. Der drückt jetzt auch ganz schnell aus, damit ich nicht weiterrede. Ich weiß gar nicht, warum hier immer so grün die Flimmer hat. Dein Telefon ist kaputt. Das ist nicht kaputt. Na klar. Und tschüss. Ich sehe es doch. Und das war dann wohl doch die letzte Sendung, wa? Die Kamera geht kaputt. Lutze, du hattest recht. Hab ich doch gesagt. Mach mal eine. Pause. Pause? Ja. Letzte Sendung heute. Wir haben keine Kamera mehr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.